Willkommen beim Erzählt in Burbach. Heute kann ich euch endlich den letzten Teil von meinem Dioramabau vorstellen und zeigen. Und zwar ist es jetzt so gut wie final fertig. Sprich, ich habe noch Figürchen dabei getan, kleine Szenarien gebastelt und was da alles noch so fehlte. Das will ich euch jetzt hiermit zeigen. Ich nehme euch hier mal gerade mal fliegend raus, um euch mal überhaupt alles zu zeigen. So, und zwar hier vorne rechts in der Ecke, da haben wir hier unsere Camper, will ich mal sagen. Die sitzen hier schön auf ihren Bänkchen um Feuer rum, beziehungsweise gucken das Rennen an. Hier vorne haben wir noch zwei Kollegen, die sehen schön am Bier trinken. Und wir haben natürlich unseren Fotografen, der lustige Bilder macht. Was natürlich nicht fehlen darf, sind auch ein paar Ladies, die sich hier die ganze Sache angucken. Was ich jetzt hier einfach mal gemacht habe, ist, ich habe einfach mal die drei Autos so auf die Strecke getan, als ob die fahren würden. Wir haben hier noch Reifenspuren und so hingemacht. Man könnte den auch hier hinstellen. Da würde es so aussehen, als ob der gerade da hergeslidet wäre oder ausgebrochen wäre oder wie auch immer. Aber ich stelle die einfach mal gerade hin. Da sind ja der Fantasie keine Grenzen gelassen. Hier hinten haben wir unser Dixie-Klo mit jemandem, der gerade dahin will oder war. Wir haben hier unsere Braut mit dem Reifenstapel komplett gedruckt. Wir haben hier hinten ein paar Ladies, die zuschauen, ein paar begeisterte Zuschauer auf einem Holzstamm. Da hinten haben wir noch unseren Gabelstapler, der gerade ein Backen neue Reifen bringt oder wegfährt, je nachdem, wie man das so nehmen will. Wir gehen jetzt hier über unseren Rennleitungsstand. Da vorne haben wir die Marshalls sitzen. Unter dem Rennstall habe ich auch noch was hingelegt. Da sind noch ein paar von dem Pflaster, was hier unsere Workerin gelegt hat. Hier vorne haben wir noch eine Pilotin hingestellt. Und da haben wir noch zwei Leute, die auf der Bank chillen. Hier haben wir noch einen Klebefaden, den müssten wir noch wegmachen. Und hier, den finde ich ja ganz witzig, das ist hier der klassische Biertrinker im Feinripp-Unterhemd. Ja. So, jetzt habe ich mir gerade hier einer weggerissen. So, wir jetzt ein bisschen mal zurückgehen, damit ihr mal so alles seht. Es ist relativ groß geworden. Filmetechnisch ist es aber relativ schwer. Man kriegt also ganz schlecht alles auf Bild, ohne dass man die Hälfte nicht sieht. Ich habe hier noch mein Reporter-Team. Das könnte man beispielsweise auch in einer anderen Konstellation mal dahinsetzen. Dann nimmt man halt mal ein Auto weg. Da werde ich auch noch ein paar Bilder von machen, aber ihr seht, dass man im Prinzip alles darstellen kann. Also auch die Wand oder die Felswand, ich finde, die ist schon ziemlich cool geworden. Zusammen mit dem 3D-Druck kriegt man hier wirklich was Schönes hin. Ja, ich lebe euch mal wieder hier rein. Ich hoffe, ich konnte euch noch ein bisschen zeigen, dass man doch mit ein bisschen Bastelarbeit einiges machen kann, wenn man da irgendwie Lust zu hat und ein bisschen Kreativität an den Tag legt. Also jeder macht das ja natürlich ein bisschen anders. Das ist ja auch kein Garant dafür, dass er jetzt hier das perfekte Diorama ist. Aber ich finde es halt cool und schön geworden. Also ihr seht, hier ist schon mittlerweile so einiges los. Zu den Maßen nochmal. Muss ich jetzt gerade nochmal den Zollstock nehmen. Ich weiß nämlich schon gar nicht mehr, um ehrlich zu sein. Ist 70x70, also es braucht schon ein bisschen Platz. Und das ist auch das Thema, Platz, den man hat oder Platz, den man nicht hat. Also in erster Linie dient ihr das Video dazu, euch ein bisschen zu animieren oder euch mal zu zeigen, wie sowas funktioniert. Also wie schwer oder wie einfach sowas funktioniert im Endeffekt. Aber wenn irgendjemand von euch sagt, der Teil ist echt cool und ich will oder kann es auch nicht selber bauen, dann schreibt mir eine Nachricht an rcteam-burbach@gmx.de oder irgendwie über die Funktionen in Facebook oder in YouTube oder wie auch immer, weil ich wäre durchaus bereit, das Ding zu verkaufen, weil ich gar nicht so aktuell weiß, wo ich das hinstellen soll. Ich werde es dann noch ein paar Bildchen damit machen, das ist klar. Aber so dauerhaft weiß ich gar nicht, wo das hin soll. Also falls einer von euch Bedarf hat, meldet euch einfach. Wir werden uns da schon einig. Aber wie gesagt, ich wollte euch einfach mal eine Inspiration geben, wie einfach und schön und schnell man sowas machen kann. Bis dahin, euer Zetin Burbach. Ciao, tschüss.